Hi, hier ist Mari Rapp. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Heldenzeit-Podcast. Dein Podcast für mehr Mut, mehr Selbstvertrauen und mehr Erfolg im Leben. Entdecke jetzt den Helden in dir. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Heldenzeit-Podcast. Ich habe heute einen Mega-Helden neben mir sitzen. Ich bin total dankbar, dass er sich die Zeit genommen hat. Für alle, die ihn nicht kennen, er heißt Antonio Kallatz, ist 28, kommt aus Stuttgart und was er genau macht, das darf er euch jetzt selber erzählen. Danke, dass du da bist. Erstmal ist mir eine große Ehre, dass ich da sein darf, Marie, wirklich. Ich feiere das sowieso so hart, was du machst und wie du es machst. Auf jeden Fall zu mir. Wie gesagt, ich bin 28, ich lebe in Stuttgart und ich will auf die Bühne. Und ich gehe nächstes Jahr auch auf die Bühne. So. Alles gut, du kannst da oder hier, alles gut. Gehe nächstes Jahr auch auf die Bühne, das ist mir extrem wichtig, weil ich weiß, wie das Leben auch auf der anderen Seite aussehen kann. Jetzt sei es gesundheitlich gesehen, als Kind krank gewesen, dann mit 16, ja, auch nochmal krank gewesen, Bandscheibenvorfall vor 2 Jahren gehabt, kurz vor der Querschnittslähmung gewesen und so. Dieses Ganze, wo viele dann gut Deutsch sagen, so durch die Scheiße gegangen sind. Ich habe die Leute beneidet, die durch die Scheiße gegangen sind, weil ich habe sie 10 Meter von unten gesehen. Das waren mit Selbstzweifel behaftet in der Kindheit, immer ein schwaches Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, immer Mitläufer gewesen, bis ich dann irgendwann entschieden habe, ich möchte nicht mehr so leben. Woher kam das denn? Ah, das war durch, viele sagen immer so, ja, dieser eine Moment, der dein ganzes Leben verändert hat. Ich meine, woher kam es, dass du so wenig Selbstvertrauen hattest? Weiß ich nicht, das lag wahrscheinlich an meinem Übergewicht. Mhm. Ich wog als Kind, war ich so, also meine Mutter war mit mir öfters beim Arzt, weil ich wirklich magersüchtig war, bis ich 6 war. Kerngesund, aber ich habe halt nicht gegessen. Mhm. Und dann, wie ich eingeschult worden bin, habe ich Appetit entwickelt. Okay. Und dann ging es halt los und das war halt immer, ich habe mich im Spiegel gesehen, das war aber nicht der Mensch, der ich sein wollte. Mhm. Und dadurch kam das dann halt immer auch, das hast du auch gemerkt, so klar, wenn die Pubertät kam, dann immer Bauch gehabt, dann auch Pickel und alles mögliche und das war wirklich eine reine Katastrophe. Okay. Aber ich bin mega dankbar für die Zeit. Nee, kam wirklich der Punkt nach meinem Magengeschwür. Ich habe Magengeschwür auf nervlicher Basis bekommen, nachdem ich viele Rückschläge hatte. Und Leute sagen so, dieser eine Moment, der dein ganzes Leben verändert. Und wenn ich jetzt zurückblicke, kann ich nicht sagen, das war ein Moment. Das waren mehrere Momente, bis ich überhaupt den einen Moment verstanden habe. Und das hat sich über Jahre gezogen. Das war dann mit 20, wo ich endgültig entschieden habe, ich möchte nicht mehr so weiterleben. Das war, als ich nochmal zurückgestuft worden bin. Und das hört sich dann immer so schön an, ich möchte jetzt nicht mehr so weiterleben, ich möchte was verändern, aber du kennst es auch von diesem Moment der Entscheidung. Die Entscheidung ist 50%, das Handeln danach sind die nächsten 50%. Und dieses Handeln ist scheiße. Das macht nicht so viel Spaß, ne? Ja, vor allem, wenn man nicht nur von Null anfängt, sondern wirklich sich selbst neu kreiert, sich selbst neu erschafft. Was für ein Mensch möchte ich sein? Wie möchte ich sein? Was für Denkweisen möchte ich haben? Was für Glaubenssätze möchte man schaffen? Routinen, Disziplin. Ja. Das sind alles Dinge, die man dann langsam aufbaut. Und auf diesem Weg, das, was ich auch immer zu den Leuten sage, so, das geht nicht von heute auf morgen. Du musst bereit sein, alles zu investieren, was du hast und vor allem Zeit. Zeit. Weil wenn du das nicht bereit bist zu investieren, ich kann dir nicht sagen, alle sagen so, ja, gib mir 5 Punkte, wie ich schneller Selbstvertrauen aufbauen kann. Mach doch einfach. Ein Prozess, ne? Ja, mach doch einfach so. Es geht nicht von heute auf morgen, den 3 goldenen Regeln, wie ich was mache, dann läuft es und du probierst, justierst selber aus. Ja. Das ist auch, wenn ich mir von verschiedenen Speakern und dergleichen anhöre. Manche Dinge passen super, mit denen kann ich arbeiten und manche Dinge, wo ich sagen, passen absolut nicht zu mir. Ja. Also kann ich die auch nicht annehmen. Mhm. Und so pickt man sich dann immer das raus, so was einem passt. Natürlich muss man auch die Dinge nehmen, die einem nicht passen. Das ist halt dann die Komfortzone erweitern. Das ist eigentlich das Hauptproblem. Aber man schaut, was passt wirklich zu mir? Das sage ich auch, deswegen mag ich dich so, weil ich mag Menschen, die mit Herz reden. Mhm. Und sobald Menschen mit Herz reden, berührst du mich. Ja. Und das hast du gemacht. Deswegen freue ich mich auch mega, hier zu sein. Ja. Ja, und ich bin die ersten 4,5 Jahre, als ich dann anfing, komplett alleine gegangen. Mhm. Also wirklich, ja, niemand hat an mich geglaubt. Das war damals noch nach der Zurückstufung. Das war dann so gerade so Anfang 20er. Niemand hat an mich geglaubt. Nicht mal meine Mutter, die für mich wirklich so, das ist die Liebe meines Lebens. So. Zurückstufung heißt was? Die haben mich in der Ausbildung vom ersten Jahr, also vom zweiten ins erste Jahr zurückgestuft. Okay. Aufgrund, weil ich, das ist eine lange Geschichte, ich könnte jetzt wieder jedem die Schuld geben, am Ende war es sowieso meine Verantwortung. Mhm. Ich habe mir in München, während meinem Praktikum, übers Wochenende waren wir da mit Privatfreunden, da habe ich mir die komplette linke Schulter gezerrt, geprellt, Muskulatur, Splitter im Knochen, alles mögliche. Mhm. Also das schöne Rundum-Paket. Bin 2 Stunden zu spät zur Arbeit gekommen, die haben mich aus dem Praktikum geworfen. Du brauchst das Praktikum, um ins zweite Jahr zu kommen. Mhm. Also hat die Schule mir gesagt, kein Problem, mach bei uns das Praktikum. Also habe ich so
16-, 17-Jährigen habe da mit dem Dozenten Photoshop-Kurse und dergleichen gegeben, dass die mir dann nach diesem Praktikum, nach diesem halben Jahr sagen, das wird nicht anerkannt. Und dann war es bei mir vorbei. Keine Lust auf Menschen gehabt, 3,5 Monate täglich 12 Tabletten geschluckt, davon 4 Antibiotika, dass ich irgendwie über den Tag komme. Da wog ich ja noch deutlich mehr, also mein Bauch war so, du hast mich nur angeguckt, ich wurde aggressiv. Und das hat 3,5 Monate und das war so mit der einprägsamsten Zeiten, die ich je hatte, weil ich aus der am meisten gelernt habe. Natürlich rückwirkend betrachtet, nicht in dem Moment habe ich alles verflucht. Ja, das verstehe ich total. Ja, und dann fing das langsam an mit der Persönlichkeitsentwicklung. Ich sage immer so in Anführungszeichen, weil ich wusste bis vor einem Jahr nicht mal, dass das alles Persönlichkeitsentwicklung heißt, was ich mache. Ja. Nein, wirklich nicht. Ich habe das erst vor einem Jahr erfahren, dass das Ganze, was ich mache, Persönlichkeitsentwicklung heißt. Ja. Und ich war immer schon ein Träumer, das war ich auch als Kind. Ich habe nie Angst gehabt um meine Zukunft. Ich habe immer gewusst, ich werde das machen, was ich liebe. Ich werde das finden, was ich liebe, sozusagen meine Mission, also was ich überhaupt auf dieser Welt machen möchte. Ja. Als Kind wollte ich mal Anwalt werden. Als Kind wollte ich mal auch Staatsanwalt. Ich wollte immer Anwalt werden und dann die verteidigen, die kein Geld haben und unschuldig sind. Bis ich gemerkt habe, Schule ist nichts für mich. Das war dann auch, also dann ging es ja auch von eingestuft überdurchschnittlich intelligent auf Gymnasium, dann runter auf die Realschule, Realschule gemacht, dann Berufskolleg angefangen. Dann da die Voraussetzung nicht fürs zweite, ich war Schule Katastrophe, Voraussetzung nicht fürs zweite Jahr gehabt, dann habe ich mich ausgetragen mit 18 Jahren aus der Schule. Das war dann super, das musst du erstmal deiner Mutter erklären. Ja, das stimmt. Ich habe es 3 Monate geheim gehalten, bis es rauskam. Und dann habe ich ein Jahr gejobbt, also ich arbeite seit ich 14 bin. Ich habe natürlich schon alles gemacht, von Baustelle bis über Putzen, bis über neben der Schule im Casino gearbeitet, gekellnert, hinter der Bar, vor der Bar, Eventgastronomie, Promotion, ich habe alles durch. Weil es mir immer wichtig war, auch was Eigenes zu haben. Obwohl das Eigene damals natürlich nie genug war. Aber der Erfahrung halber, deswegen habe ich auch kein Problem mit Menschen. Weil ich halt klar durch die Gastronomie und alles, das habe ich mich damals selbst ins kalte Wasser geworfen, weil ich mir gedacht habe, ich so, okay, musst du irgendwie deine Scheu verlieren. Bei der Arbeit war ich immer ganz anders. Bei der Arbeit war ich immer lustig und witzig und alles super, aber privat hätte ich dich vielleicht niemals angesprochen. Und das dann zu überkommen, das hat mich wirklich Jahre gekostet. So wirklich mich zu der Person zu entwickeln, die ich sein will, in dieser Persönlichkeitsentwicklung mal wirklich zu definieren, wer willst du eigentlich sein. Ja, absolut. Und das habe ich gemacht damals und arbeite immer noch. Also auch nur zu Leuten, die mich fragen, so, wer sind meine Vorbilder, meine Leitbilder, sage ich natürlich, ich habe viele, ich habe auch meine Mentoren, Leuten, von denen ich lerne, aber mein größtes Vorbild, das bin ich in 10 Jahren. Geil. Das ist mein Alle. Frag mich in 10 Jahren nochmal, sage ich dir, ich in 10 Jahren. Ja, ist ja aber auch geil, weil die wenigsten gucken ja nach sich, dass sie selber ein Vorbild sein wollen und eben genau in 10 Jahren, weil die meisten ja gucken, okay, wo stehe ich denn jetzt und wen kann ich als Role Model nehmen, ist ja auch nichts dagegen einzuwenden. Natürlich nicht, natürlich nicht. Aber geil ist natürlich auch zu sagen, ich weiß genau, wer ich in 10 Jahren sein möchte. Und was ich bei dir so faszinierend finde, also wir hatten jetzt ein Event und egal, wo ich dich abwerfen würde aus dem Flugzeug, du hättest sofort überall Freunde. Also du bist ja jemand, der unglaublich stark ist im Netzwerken, in Kontakte, Beziehungen aufbauen. Woher kam das? Gerade durch diese vielen Jobs? Na, gar nicht drum. Das war mir immer so, weil wenn ich dich frage, wie geht's dir, dann interessiert mich das. Ja. So, ich mag dieses Smalltalk, wie gesagt, ich habe keine Zeit für den Smalltalk. So, ich mag dieses auf gut Deutsch, so dieses wirklich so auf gut Deutsch, das ist Englisch, so dieses Deep-Shit-Gespräche. Ja. So, ich will wissen, wer bist du, was hast du gemacht, wo willst du hin, was musst du machen. So, das sind so Gespräche, mit, das liebe ich, wenn Menschen mir von ihren Träumen erzählen, weil ich bin so da und ich so, oh geil, warum will ich das machen? Und du kannst mir erzählen, was du kannst mir erzählen, du willst der nächste Präsident werden und ich wäre so, oh geil, was machst du, wie willst du es machen, wie kann ich dir helfen? Ja. Mir ist immer wichtig, Menschen einfach nicht nur Mehrwert, sondern wirklich mich für sie zu interessieren. Weil mich interessiert wirklich, was die Menschen machen. So, weil jeder hat seine eigene Geschichte. Und deswegen maße ich mir auch nie an zu sagen, du bist scheiße. Ja. So, weil ich kenne dich nicht. Oh, Mensch, ich habe früher, ich weiß es, weil ich war so ein Mensch, ich habe früher nonstop geurteilt. Egal ob Schubladendenken ist, egal ob dir einer erzählt hat, so, hey, der ist so, der ist nicht so gut. Das war sofort gegen negativ bestimmt. Und das mache ich nicht mehr. Gut. Wie bist du da rausgekommen? Weil keine Ahnung. Den ganzen Tag ist ja eigentlich, bist keine du die Ahnung. Ganze Zeit mit Bewertungen? Ich bin ja auch so aufgewachsen. Das ist wirklich step by step. Nee, mit Bewertungen nicht. Also ich habe eine super Kindheit gehabt. Neben den ganzen Krankheiten, neben dem ganzen auch mit meinem Vater, so alles drum und dran, habe ich wirklich eine super Kindheit gehabt. Meine Mutter ist für mich, meine Mutter ist mein Hero. Das ist mein Held.
Die Frau ist nach Deutschland gekommen, kein Wort Deutsch, zwei Sachen für mich zum Umziehen, eine Sache für sich innerhalb von 13 Tagen, während dem Krieg damals, innerhalb von 13 Tagen einen Job in Feuerbach, steht schon Krankenhaus bekommen. Ja, krass. Und kannst die Sprache nicht. In 13 Tagen hast du einen Job bekommen in einem fremden Land. Ja. Hat sich hier alles aufgebaut. Innerhalb von 4 Jahren, mir hat nie was gefehlt. Mhm. 95 in 4 Jahren hat die Frau 50.000 D-Mark zusammengespart. Krass. Als Krankenschwester. Mhm. Mir hat nie was gefehlt. Die hat dann, wir sind dann hier geblieben. Für mich die beste Entscheidung, die sie treffen konnte. Ich weiß nicht, wie mein Leben verlaufen wäre, wenn ich in Kroatien aufgewachsen. Und wenn ich dann sie sehe, durch was sie alles gegangen ist. Viele reden immer von dem Warum. So, mhm. Was ist dein Warum, wenn du die Dinge machst? Sie ist eines meiner Warums. Mhm. Weil ich war ihr Warum. Sie ist aus einem in ihrem Heimatland, wo Krieg herrscht, mit mir nach Deutschland gekommen. Du kennst hier gar nichts. Ja. Job bekommen, mich großgezogen, mir hat nie was gefehlt, Wohnung war immer top, Kühlschrank immer da, Kühlschrank immer voll. Alles egal, also, ob es extra Aktivitäten waren, sie war immer da, auch zu meinem Basketballspielen früher. Und ich frage mich so, wie hat die Frau das gemacht? Mhm. Wie hat die das geschafft in ein fremdes Land? Leute kriegen es heute nicht gebacken, in ein fremdes Land zu gehen, wo die Infrastruktur und alles so tausendmal besser ist als früher. Aber ich frage mich immer, wie hat sie es geschafft? Aber teilweise auch alleine hier nicht. Also es gibt ja auch viele Alleinerziehende, die sich unglaublich schwer tun, hier im Land sich was aufzubauen. Deshalb Chapeau an deine Mama. Und Wahnsinn. Und sie hat es geschafft und dann denke ich mir so, wow. Und sie ist ja auch, also sie hat gesundheitlich auch extrem viele Probleme, sie sieht aber für ihre 58 fresh aus, Baby. Also das ist gute Gene, ich habe echt Glück. Ne, sieht klasse aus, hat jetzt auch angefangen wieder mit Sport, schreibt jetzt ihr Buch, ich feiere das so hart. Geil. Ja, und das merke ich halt, das ist viel durch mich. Weil sie gesehen hat, ich war früher schwätzer, ich habe immer gesagt, ich mache das, dann werde ich die Firma aufmachen, dann mache ich das, dann mache ich. Ich habe immer viel geredet, aber meine Taten haben, die waren so klein mit Hut. Also. Aber reden konnte ich schon immer, auch als Kind. Ich konnte mich von allem rausreden. Jetzt habe ich halt gelernt, wie ich diese super Eigenschaft, die ich auch von meiner Mutter geerbt habe, positiv nutzen kann. Und ich sehe halt, wie sie es geschafft hat, wegen mir. Mhm. Sagt auch selber, sie weiß nicht, wie sie ihr ganzes Leben, wie das verlaufen wäre, wäre ich nicht da gewesen. Mhm. Weil ich war das, was sie vorangetrieben hat. Ja. Und das ist jetzt umgekehrt. Mhm. Weil ich will ihr dieses Leben, noch die letzten 40 Jahre, die sie hat, weil ich darf nicht unter 40 sagen, weil sonst ist sie böse mit mir. So diese letzten 40 Jahre will ich, dass sie wirklich komplett genießen kann. Mir ist wichtig, ich mache nichts für meine Mutter. Also mir ist auch, sagst du mal, meine Mutter ist wirklich lieb, diese Frau über alles, aber ich habe sogar abgestellt, dass es mir egal ist, was sie über mich denkt. Mhm. Weil es mein Leben ist. Ja. Und sie hat mir diese Möglichkeit geboten und sie weiß das. Und sie versteht das auch. Ich lebe mein Leben nicht, um sie glücklich zu machen, sondern um mich wirklich glücklich zu machen und dabei so vielen Menschen wie möglich zu helfen. Mhm. Sie zu inspirieren oder zu motivieren oder sie zu unterstützen. Ja. Das ist das, worauf ich Lust habe. Weil ich weiß halt, wie es ist, wenn niemand an dich glaubt. Mhm. Niemand. Und ich bin diese 4,5 Jahre allein gegangen. Und glaub mir, Marie, ich würde 9 Jahre lang denselben Weg gehen, wenn ich wieder zu diesem Ergebnis kommen würde. Ja. Weil diese 4,5 Jahre waren total scheiße. Die waren richtig beschissen. Aber das war die wertvollste Zeit in meinem ganzen Leben. Weil sie dich zu der Person gemacht hat, genau, die du heute bist. Und ich sehe ja auch, also dein YouTube-Kanal, dein Instagram-Kanal, den verlinken wir euch auf jeden Fall, da müsst ihr vorbeigucken. Also allein die Daily Motivation ist der absolute Knaller. Dankeschön. Also ich gucke das auch immer selber. Mein Mann ist, glaube ich, dein größter Fan. Ich natürlich auch. Es ist unglaublich authentisch und man merkt richtig, dass dir deine Community am Herz liegt. Mhm. Und was ich krass finde, du schaffst es innerhalb kürzester Zeit, wobei 4 Jahre Vorlauf, ja, das ist ja das, was wieder keiner sieht, aber gefühlt innerhalb kürzester Zeit trotzdem eine richtig krasse Beziehung zu Menschen aufzubauen. Mhm. Über Instagram, aber auch im wahren Leben. Und das ist was mich an dir sehr fasziniert. Ich habe das ganz, ganz, ganz selten in meinen 30 Jahren, die ich jetzt hier auf der Welt bin, gesehen. Und ich frage mich immer, wo das herkommt. Aber ja, du hast ja ein bisschen was erzählt. Großer Mann, großes Herz. Großer Mann, großes Herz, absolut. Crazy. Was machst du denn jetzt gerade genau? Oder was ist deine Vision? Also Hauptding, immer Menschen helfen. Ich habe herausgefunden, wie ich mit der Zeit baue ich mir meine Unternehmen auf. Das sind verschiedene, das wird später dann eine Holding, davon erzähle ich jetzt noch nichts, das kommt alles dann nächstes Jahr, wird eine Holding sein, wo unter anderem klar ein Aspekt wird natürlich Motivation bleiben, wo ich dann später auch mal ein Buch veröffentlichen will, wo ich auf die Bühne gehe, wobei ich mich immer eher als, ich bezeichne mich eher, ich bin Keynote-Speaker. Mhm. So, gib mir ein Thema und lass mich darüber reden, so, das ist meins.
Vielleicht werde ich irgendwann mal auch sowas machen, wo ich dann wirklich so meine Rules aufschreibe, aber da sehe ich mich jetzt noch nicht. Mhm. Momentan ist wirklich, gib mir ein Thema, lass mich davon reden. Mhm. Weil wenn ich die Erfahrung in dem Thema habe, dann rede ich mit Herz. Ja. Und sobald ich anfange mit Herz zu reden, dann ist für mich alles gut. Ja. Deswegen behandle ich keine Themen, wo ich die Erfahrung nicht habe. Weil ich würde heucheln, ich würde Vermutungen aufstellen, dann würde ich lieber weiterleiten und sagen, hey, ich kenne jemanden, der hat die Erfahrung gemacht, der kann dir da weiterhelfen. Ja. Weil sonst kann ich nur vermuten. Und das, deswegen, das und die ist Menschen merken das ja auch. Ja, das ist sofort, ja das Krasse. Sofort. Ja. Und ich will später eine eigene, das ist alles so in den nächsten 10 Jahre angesetzt. Mhm. Was ich auch gesagt habe, ich habe letztes Jahr gesagt, die nächsten 5 Jahre interessieren mich nicht. Mhm. Absolut nicht. Die sind für mich nur da, um zu lernen, noch mehr zu wachsen, noch mehr Mehrwert zu bieten und Wege zu finden und zu kreieren und Menschen kennenzulernen. Mhm. Und in diesen 5 Jahren werde ich mir alles aufbauen. Ein Jahr ist jetzt um. Ich habe noch 4 Jahre, in dem einen Jahr, das war bis jetzt wirklich das krasseste Jahr meines Lebens. Also wirklich nicht nur von meiner Entwicklung her, sondern auch von den Menschen, die ich kennengelernt habe. Das ist so, viele sagen immer so, Law of Attraction, Gleiches zieht Gleiches an. Was du denkst, dass, ich nehme es nur ein bisschen anders. Ich sage immer, das, was du bist, das ziehst du an. Weil wenn du nur darüber nachdenkst, wird es niemals eintreffen. Du musst die Handlung bringen. 50% das Denken, 50% die Handlungen. Mhm. Und wenn du das bist, und ich habe es gemerkt, wie wir uns kennen, ja, ich finde das mega. Ja. So, das ist für mich so, wow, okay, jetzt nimmt es genau so die Richtung an, die ich haben will. Ja. Und das ist einfach für mich mega der Hammer. Das ist auch, wenn Leute mir schreiben, ich nehme ja die Zeit. Ich schreibe mit jedem aus der Community. Ja. Ich mache mit dem, wenn ich merke, weil Zeit ist für mich extrem kostbar, wenn ich merke, okay, ich brauche jetzt 1/2 Stunde, um ihm etwas zu schreiben, was ich ihm in 2 Minuten erklären kann, sage ich, hey, lass uns kurz FaceTime. Ja. Und aus diesem 2-Minuten-Gespräch wird dann 1-Stunde-Gespräch. Aber das stört mich dann absolut nicht, weil ich kann denen was mitgeben und die investieren ihre Zeit in mich. So das Wertvollste, was die haben, ihre Zeit, die schreiben mir Nachrichten. Natürlich nehme ich mir dann die Zeit und antworte und helfe denen und gucke. Ja, krass. Du hast vorhin gesagt, deine Mama ist ein Held für dich. Hast du noch einen Helden in deiner Kindheit gehabt oder jetzt, wo du sagst, boah, der oder die macht schon einen geilen Job oder ist, macht coole Sachen oder ist einfach cool, geht ja nicht immer um Leistung, sondern... Es gibt viele. Es gibt viele natürlich jetzt auch so von Großen. Wir haben jetzt Unternehmer, wir haben die ganze Entrepreneur-Welt, wir haben auch von den Speakern gibt es viele, aber für mich sind so überwiegend so die No-Names. Mhm. Ich weiß nicht warum, aber so gerade wenn ich so zum Beispiel meine Mutter, was die alles geleistet hat, ist für mich so absoluter Held und jetzt immer noch gemerkt hat, klar, es kommt auch viel dadurch, weil sie sieht, wie ich mich verändert habe, dass ich mache und tue. Ich stehe jeden Tag um die gleiche Uhrzeit auf, gehe jeden Tag um die gleiche Uhrzeit schlafen. Bin nonstop am Rechner arbeiten, gehe ins Training, komme nach Hause, habe da Termin, komme zurück. Und sie sagt mir, schreib ein Buch, die ist schon März fertig. Geil. Ich habe es bis heute nicht hinbekommen. Ich auch nicht. Das steht bei mir im Moment. Aber es sind so, ich finde diese, also No-Names hört sich immer so blöd an, so diese Underdogs. Die von, Alltagshelden. Ja, das sind so meine Helden. Schön. So, und das finde ich der Hammer. Ich habe auch auf letzten Veranstaltungen, wo ich in Mainz war, habe ich ein paar Leute kennengelernt. Auch eine mega krasse Vergangenheit, arbeitet mit behinderten Kindern, mit kranken Kindern zusammen, ist Rapper, eigentlich so komplett, das sieht auch gar nicht so aus, aber so, du siehst ihn, Marie, und das ist einfach ein Herz. Ja, schön. Und solche Geschichten finde ich dann Hammer. Mhm. Oder wie bei dir, deine Story, wo du mir erzählt hast, so das kann ich greifen. Mhm. So das kann ich greifen. Und Leute sind immer so erschreckt, wenn sie dann so hören von einem, keine Ahnung, der Multimillionenunternehmen aufgebaut hat und denken sie, ja, wo ist der, wo bin ich? Aber dazwischen ist nicht viel, außer halt Zeit und die Arbeit, die du reinsteckst. Ja. Ich bin der Meinung, dass du im Leben wirklich alles erreichen kannst, wenn du bereit bist, dafür auch alles zu geben. Ja, nur du musst den Glauben an dich wiederfinden. Und das ist so, was ich auch immer am Ende sage, so, ich glaube an dich, fang du es auch an. Weil ich habe mir damals geschworen, an dem Punkt, wo ich war, wo niemand an mich geglaubt hat, dieses Gefühl ist nicht scheiße, ich darf dieses Wort jetzt nicht sagen, aber das Gefühl ist totale Katastrophe. Und ich habe mir damals geschworen, ich werde an den Punkt kommen, ich sage immer, wo ich safe bin. Wo ich nie wieder einen Menschen dieses Gefühl fühlen lasse, solange ich da bin. Schön. Weil wenn alle Stricke reißen, wenn niemand mehr an dich glaubt, sogar wenn du den Glauben an dich verlierst, ich bin da und ich glaube an dich. Ja. Und ich bin auch der die Hand reicht, der dir aufhält, aber ich bin auch der dir in den Arsch tritt, damit du nach vorne kommst. Ja. Da sehe ich mich. Und deshalb glaube ich, dass du für unglaublich viele Menschen ein krasser Mentor bist. Also auch die dich jetzt zum Beispiel nur über Instagram kennen. Weil allein die Daily Motivation ist für so viele ein Anker. Deshalb bin ich so dankbar, dass du das machst, weil du so viele Menschen damit berührst, auch mich. Danke. Und das ist echt schon richtig krass. Hast du einen Tipp? Du hast vorhin schon gesagt, es ist der Prozess, aber hast du vielleicht trotzdem irgendeinen Tipp, wie Menschen noch schneller Selbstvertrauen aufbauen können?
du musst wirklich das Vertrauen haben. Das ist das, was mich über, wo ich gesagt habe, so, ich habe nie Angst um meine Zukunft gehabt, weil ich immer wusste, sie wird krass. Mhm. Das habe ich immer, auch als Kind habe ich das schon gewusst. Ich habe gewusst, mein Leben wird geil. Mhm. Auch mit diesen ganz Tiefphasen, ich wusste, aber mein Leben wird irgendwann geil. Mhm. Und das Vertrauen einfach. Das Vertrauen hat mir so viel gegeben, weil solange du vertraust und auch im Glauben bist, Glauben ans Leben, Glauben an Glauben was? Also ich glaube, hat für mich nichts mit Religion zu tun. Mhm. So, Glaube ist Glaube, Religion ist Religion, für mich. Mhm. So trenne ich das. Ich bin sehr gläubig. Mhm. Ob es jetzt, ich glaube an Gott, Universum, so, mhm. jeder kann es nennen, wie er es will. Aber du musst auch an dich glauben. Mhm. Weil es, für mich ist so, es gibt einen Grund, warum du hier bist. So, es gibt einen Grund, warum du hier bist, es gibt einen Grund, warum ich hier bin, es gibt einen Grund, warum der Zuschauer sich ja, genau so. Das jetzt anguckt. So, ich glaube daran. Ja. Und es liegt an dir, du hast eine ganze Lebenszeit. Aber Leute möchten nicht mehr, viele möchten nicht mehr diesen Weg gehen. Mhm. Weil dieser Weg ist halt nicht so von, okay, ich ändere mich jetzt, morgen bin ich so. Ja. Das ist halt wirklich ein Scheißprozess. Mhm. Und das ist, worauf zu den Leuten sage ich so, das hört sich immer so schön an, wenn man dann die Geschichten gehört von den Leuten, die sagen so, oh, guck mal, Leute schreiben ja, wie werde ich so selbstbewusst oder wie kriege ich das Selbstvertrauen? Mach einfach. So justier einfach auf den Weg. Ja. Weil du kannst nicht von heute auf morgen, du kannst fake it till you make it, funktioniert nur mit der Psyche. Mhm. Im Business funktioniert das nicht, du weißt ja, das. Du kannst, im Business kannst du nichts faken. Du kannst faken, du kannst den Rolex rauslassen, du kannst ein Auto kaufen, aber du bist broke. Geil, so. Haust erst so eine Rolex raus, einmal auf den Tisch, springt die in 500 Fetzen, das ist peinlich. Egal. Genau, aber du bist broke. Du kannst Erfolg nicht faken. Ja. Was du faken kannst, ist deine Psyche. Und das habe ich damals gemacht nach meiner Depression. Mhm. Alles, was hier ist, kannst du manipulieren, du kannst es faken, du kannst justieren und das habe ich gemacht. Ich bin morgens aufgestanden, weil ich habe keinen Bock auf Menschen gehabt. Mhm. Ich habe keinen Bock auf Menschen gehabt, ich habe keine Lust auf mich gehabt, ich habe keinen Bock auf niemanden gehabt auf dieser Welt. Ich wollte einfach nur zurück in mein Bett sterben und Fernsehen gucken mit einer Pizza. So, das wollte ich machen. Ich bin morgens aufgestanden, als ich dann entschieden habe, ich will nicht mehr so leben, ich habe mich vor dem Spiegel, ich bin morgens aufgestanden, Zähne geputzt, gedacht, das war geduscht. Und dann sage ich vor dem Spiegel, hey, ist ein guter Tag. Und das habe ich, ich weiß nicht, wie lange ich es gemacht habe, aber ich saß in der Bahn so, ist das ein guter Tag in meinem Kopf? So, Gott, habe ich keinen Bock auf diese ganzen Menschen, aber ist ein geiler Tag. Hallo, schön, dass du da bist, ich könnte dir ins Gesicht springen. Genau, genau. Mhm. Bis irgendwann der Morgen kam und ich weiß nicht, welcher Zeitraum das war. Mhm. Ich glaube, es waren so 2-3 Monate. Mhm. Bis irgendwann morgens, ich bin aufgestanden und ich so, hey, ist ein geiler Tag. Und ich habe es wirklich gemeint. Ja, das Gefühl. Und ich habe es wirklich gefühlt. Und da war so das erste Moment, wo ich gemerkt habe, so, okay, du kannst alles faken in deine Psyche. Genauso wie du dich negativ stimmen kannst oder pessimistisch alles, genau das kannst du in die entgegengesetzte Richtung bringen. Und wenn du dich dann anfängst, mit damit zu füttern, und meine Morgenroutine ist immer noch, jeden Morgen, meine komplette Routine geht knapp eine Stunde, wenn ich es richtig mache, ist immer noch halbe Stunde lang Content, den ich morgens direkt konsumiere. Und es ist meistens Englische, so mit dem ich angefangen habe damals, war Les Brown. Ich habe ihn einmal auf YouTube gehört, der hat mich sofort berührt, auch da wegen dem Training. Da gibt es ja diese 1 Million Compilations. Mhm. Ich habe jede Motivationsrede auf YouTube damals angehört. Und das ist, gibt mir morgens einfach immer noch so den Kick. So, du stehst auf und du hörst dir was an, auch wenn du es schon zum 1000. Mal gehört hast, aber du hörst es dir an und du weißt, ist ein geiler Tag. Ja, auch Wiederholung ist ja King, ne? Deshalb machen wir ja Routinen. Natürlich. Das ist ohne Wiederholung, du kannst nicht ein, das musst alles wiederholen, egal ob es jetzt Sport ist, ob es deine Psyche ist, ob es ein Business ist, weil wenn du es nicht machst, dann wirst du niemals perfekt, wobei ich das Wort auch nicht mag, aber so. Ja, ich weiß, was du meinst. Mhm. Und das ist vielleicht auch krass für euch, die zuhören oder zuschauen, das ist ja im Prinzip dein Golden Nugget, was du sagst, also die Psyche faken geht in beide Richtungen und sich wirklich so lange, bis du es irgendwann fühlst, sich morgens grinsen vor den Spiegel zu stellen. Oder Christian Bischoff sagt ja mal, stell dich vor den Spiegel und sag, ich bin der Stern in der Sonne, dann kommt lang nichts, dann komm wieder ich. Und du denkst ja am Anfang so, ja, ist klar. Das hört sich immer so blöd an, aber es stimmt halt. Ja, es ist wirklich so. Wenn ich mich selbst nicht als einen der größten Motherfucker sehen würde, die jemals auf diesem Planeten rumgelaufen sind, könnte ich nicht so hier sitzen. Ja. Sondern das hat nichts mit Arroganz zu tun, das verwechseln die Leute immer. Das hat absolut nichts mit Arroganz zu tun oder damit, dass ich mich über andere Menschen stelle. Ganz im Gegenteil. Ich habe nur meinen Wert erkannt. Selbstliebe. Ja. Manchmal einen High Five geben. Und das finde ich zum Beispiel auch mega. Also zum Beispiel Disziplin, Routinen entwickeln, das machst du ja nur, wenn du dir selber viel wert bist. Ja. Und das hat extrem viel mit dem Thema Selbstliebe zu tun. Mhm. Deshalb auch Sport.
Ich habe es durch Sport gelernt. Ja. Ich musste es dann nur lernen, vom Sport auf die anderen Lebensbereiche anzuwenden. Ja, aber das ist ja geil. Ich meine, du fängst ja mit einem Lebensbereich natürlich an. Und das ist zum Beispiel der Sport. Bei anderen ist es Content morgens, ob das ein Podcast, ein Video, ein Buch ist, Dankbarkeit, whatever. Es gibt ja so viele Sachen. Und damit einfach mal mit einem Step anzufangen und das dann weiterzuentwickeln, mega, mega cool. Was mich interessiert, wir haben ja auch immer so ein paar Heldenfragen. Mhm. Was ist denn Mut für dich? Mut? Mhm. Ja, ist vielleicht Dinge zu tun, vor denen du Angst hast, aber für mich ist Mut wirklich, sein Leben so zu gestalten, wie man es wirklich will. So, das ist für mich mutig. Ja. Weil es ist einfach so in den letzten Jahren, ich meine, so von meiner Kindheit oder meinem Umfeld, wenn ich das angucke, wie viel, ich sehe so viel Potenzial. Mhm. Ich sehe, deswegen liebe ich Kinder. Weil ich sehe Kinder, ich sehe ein unendliches Potenzial. Und dann sehe ich, was aus ihnen wird oder was aus mir geworden ist, wie lange das gedauert hat. Das hätte man alles, natürlich, ich habe diesen Weg gebraucht, aber das hätte man auch alles anders handeln können. Für mich ist mutig heute, bist du wirklich, wenn du einfach das machst, worauf du Bock hast. Mhm. So klar ist mir so, ich mache das, worauf ich Bock habe, dahinter steckt harte Arbeit. Dazu leuchte ich so, wenn du herausgefunden hast, was du wirklich im Leben machen willst, alle sagen immer, dann wirst du nie wieder einen Tag arbeiten. Ich sage zu dir, das wird... Sobald du es herausfindest, wirst du nie wieder aufhören zu arbeiten. Ja. Und zwar safe. Und du wirst mehr investieren, als du jemals in etwas investiert hast. Du wirst mehr arbeiten, schlaflose Nächte haben. Du wirst vergessen zu essen, zu schlafen, du wirst alles machen. Aber du machst es mit Herz und deswegen fällt es dir leicht. Fühlt sich anders an. Ja. Geil. Es fühlt sich einfach richtig an. Mhm. Mega. Jetzt haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, dass deine Mama dein Held ist. Ja. Deshalb brauche ich die Frage gar nicht mehr stellen. Aber... Was war denn für dich die wichtigste Erkenntnis oder Erfahrung in deinem Leben? Dass ich die Verantwortung trage. Geil. Das war wirklich das, was ich am meisten lernen musste, Verantwortung zu übernehmen, für mich und mein Leben. Nicht mehr zu sagen, du bist schuld, er hat schuld, sie ist schuld, sondern wirklich, und damit meine ich wirklich hundertprozentige Verantwortung. Egal was passiert, ich trage die Verantwortung. So, es ist meine Verantwortung und ich kann damit besser umgehen. Weil ich muss nicht mehr sagen, ja, aber wegen dem ist nein, das ist mein Schuld. Ja. Weil ich kann damit umgehen. Mhm. Und das war für mich die Haupterkenntnis, so Verantwortung zu übernehmen. Ja. Weil sobald du Verantwortung für dein Leben übernimmst, dann bist du frei. Ja. Vor allem hast du ja 100% Macht über dein Leben, wenn du so die Verantwortung übernimmst. Sehr geil. Und allein dieser Golden Nugget ist schon was, darüber könnte man eine komplette Podcast-Folge machen. Auf jeden Fall. Weil 100% Eigenverantwortung ist ungefähr so mit gerade am Anfang das Schwierigste und bleibt es auch, weil auch das ja ein lebenslanger Prozess ist. Alles. Wahnsinn. Ja. Wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du in der Welt verändern? Du hast Fragen draus. So, was reicht das zum Schluss? Wir machen Wenn immer ich die einen Wunsch frei hätte, was würde ich in der Welt verändern? Okay, in die Psyche der Menschen kannst du nicht eingreifen. Ich würde, das hört sich ziemlich, es wäre auch gar nicht umsetzbar, aber ich habe einen Wunsch frei. Ja, ich würde Grenzen und Länder abschaffen. Das wäre das Erste, was machen würde. Ich verstehe bis heute nicht, ich verstehe das Konzept schon, aber ich verstehe nicht, dass ich für irgendetwas, wenn ich in ein anderes Land reisen will, dass ich da ein Visum brauche, dass ich da 50.000 Euro. Ich verstehe das natürlich, man muss sich auch schützen. Es gibt ja 1.000 schlechte Dinge auf der Welt, aber es gibt auch 1 Million gute Dinge auf der Welt. Aber so, wenn ich mir wirklich was wünschen könnte, dann wäre es die Grenzen abzuschaffen, dass die Menschen wirklich frei reisen können. Weil ich finde es so schade, dass du dein ganzes Leben nur an einem Ort verbracht hast. Also ich will die ganze Welt sehen. Ich will überall einmal gelebt haben. Und zwar nicht so Urlaub machen, so 1-2 Wochen, sondern wirklich mal gelebt haben. Deswegen baue ich mir alles auf, dass ich dann später auch klar durch die Unternehmen kann ich dann mal nach Asien gehen. Da kann ich ja alles kombinieren. Das ist ja das Geile in dem Job. Kann ich ja alles kombinieren. Und wirklich mal sehen, was diese Welt zu bieten hat. Deutschland habe ich komplett durch, Europa war ich schon viel, in Asien war ich einmal. Aber so das große Ganze, das will ich einmal gesehen haben. Weil ich finde so, wenn wir schon auf dieser geilen Erde leben, dann solltest du sie auch gesehen haben. Absolut. Und vielleicht ist das auch nochmal ein Punkt, du hast gerade gesagt, das große Ganze, dass wir immer nicht vergessen dürfen, wir sind ja alle Menschen. Ja. Uns ist scheißegal, welches Land, woher. Und dieses ganze Konstrukt, das wir uns da gesellschaftlich aufgebaut haben, deshalb finde ich das echt krass, dass du sagst, ist halt ein Kontrollding.
Und da mag jetzt der eine sagen, ja, aber das ist ja total wichtig, weil guck dir das an mit den Flüchtlingen und da geht schon wieder los. Nicht aufregen, ich war auch Flüchtling, Alter, gell? Ja, gell? Also, ja. Du weißt ja, du bist ja Vorsicht. Ja, also da wünsche ich mir auch, dass Menschen immer mehr erkennen, dieses große Ganze, dass alles mit allem zusammenhängt. Das ist halt der Zusammenhalt. Mir ist Zusammenhalt extrem wichtig. Sei es, ich trenne zum Beispiel Beruf und Privat nicht. Kann ich nicht. Das wären dann zwei Masken, das habe ich früher gemacht, das kann ich nicht. Ich bin auf der Arbeit genauso, wie ich privat bin. Aber wirklich den Zusammenhalt einfach bei Menschen, weil jeder hat sein Problem. Ja. Jeder Mensch hat Probleme, in Anführungszeichen. Jeder trägt seinen Koffer mit sich. Und du weißt nie, was dieser Mensch durchgemacht hat. Ja. So, allein wenn ich meine Mutter sehe, wenn ich einen geilen Tag habe und wir trinken zusammen Kaffee und alles und die ist super stark und dann fällt mir so ein, was die Frau alles durchgemacht hat und ich denke mir so, wow, krass. Ja. Und deswegen maße ich mir niemals, über Menschen zu urteilen, weil ich kenne deine Story nicht. Ich weiß nicht, was du durch... Und sogar wenn ich es kennen würde, würde ich dann erst recht nicht urteilen, weil es steht mir nicht zu. Mhm. Und damit lebt es sich für mich halt auch extrem leichter, weil ich bin dann Stop Friend. Das stimmt, ich habe dich noch nie mies gelaunt erlebt. Kann auch passieren. Habe ich noch nie erlebt. Ja. Dann bin ich mal gespannt auf den Tag. Vielen, vielen lieben Dank für das mega Interview. Und ich mache auf jeden Fall dein Instagram-Profil hier in die Shownotes. Das müsst ihr euch unbedingt anschauen, das ist richtig Knaller. Und ich hoffe, ich gebe einen kleinen Vorgeschmack. Es fängt immer an mit und dann den Rest müsst ihr euch angucken. Genau, um kurz ein bisschen den Loop aufzumachen. Genau. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr zugeschaut oder zugehört habt. Wenn euch diese Folge gefallen hat, bitte bewertet uns bei iTunes, lasst uns eine Rezension da, folgt dem Antonio unbedingt auf Instagram und verpasst da nichts. Genau, und vielen lieben Dank an dich für deine Zeit, für deinen mega Input, für die Community. Gerne. Es war mir wirklich eine Ehre. Viel Spaß gemacht. Sehr gut. Und voll ihr gefreut, dass du geschrieben hast. Und ihr vergesst nie, ihr seid der Held eurer eigenen Geschichte. Bye bye, bis bald. Ciao.